Hast du Mühe mit dem Golfspiel, weil man dir was beigebracht hat, das eigentlich auf diesem Planeten gar nicht funktioniert? Wenn ich dieses Objekt hier in diese Richtung bewegen möchte, dann muss ich die Kraft dazu anwenden, um das Objekt in diese Richtung zu stoßen, wo ich es schlussendlich haben möchte. Und das ist ein irdisches Gesetz. Jetzt, wenn dir jemand beigebracht hat, beim Golfspielen nach unten zu schwingen, weil das die Tourpros machen vielleicht, wenn ich dieses Möbel jetzt hier nach unten drücke, dann geht das gar nicht dahin, wo ich will. Wenn ich jetzt probieren würde, nach oben zu schwingen, dann würde das Objekt ebenfalls nicht dahin gehen, wo ich möchte. Also bleibt mir eigentlich nur eines übrig: Wenn ich dieses Objekt Richtung Ziel transportieren möchte, dann muss ich hier bei der Abgabe in die Richtung arbeiten, wo ich das Objekt haben möchte. Und das Gleiche gilt auch mit dem Golfball. Wenn ich mit dem Golfschwung nach oben gehen würde, oder wenn ich mit dem Golfschläger nach unten gehen würde, bekomme ich mit dem Spiel Mühe, weil die Anwendung auf diesem Planeten, um ein Objekt in eine gewünschte Richtung transportieren zu können, nur im Golf so funktioniert, wenn man das Objekt, sprich den Golfball, mit dem Golfschläger Richtung Ziel bewegt. Und wo dein Ziel ist, ist immer eigentlich einfach. Es kann nicht da oben sein, es kann nicht da unten sein, sondern es kann nur vorne irgendwo im Boden sein. Und wenn du mit dem Zeigefinger, bevor du spielst, vielleicht dahin zeigst, wo du hinspielen möchtest, dann weißt du schlussendlich, wie du dein Golf schon gestalten musst, damit das Objekt, der Golfball, in die gewünschte Richtung auch gehen wird. Also nach unten schwingen oder nach oben schwingen funktioniert leider auf diesem Planeten nicht so gut und ist wahrscheinlich die Erklärung für dich, warum die Golfbälle noch nicht dahin fliegen, wo du sie gerne haben möchtest. Das Problem beim Golfspielen ist, gib jemandem einen Golfschläger und die Wahrscheinlichkeit, dass er den gesunden Menschenverstand verliert, ist sehr groß. Von daher, bleib logisch. Ich versuche mein Bestes hier auf diesem Kanal, es dir so beizubringen, dass du mehr Erfolg haben wirst. Abonniere den Kanal, um richtig Golf spielen zu lernen. Bedanke mich schon mal für das Abonnement und wünsche dir jetzt nun viel Vergnügen beim Umsetzen, beim Besserwerden. Ich freue mich auf das nächste Video, wo ich dir helfen kann, richtig Golf zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.